Das neue Jahr ist fast schon wieder 3 Wochen alt. Den meisten Menschen von uns ist es eigen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Trotzdem tobt da der Krieg in der Ukraine, kommen Flüchtlinge nach Deutschland und die Bauern gehen gemeinsam mit Handwerkern und vielen anderen auf die Straße und tun ihren Unmut über die Politik der Regierung kund. Wir haben heute einmal auf Zwickaus Straßen nachgefragt, was die Bürger gerade bewegt, was sie beschäftigt und was ihre Wünsche sind. Ja, wir machen eine Umfrage, ist Deutschland noch lebens- und liebenswert? Der Ukraine-Krieg tobt vor der Tür, Flüchtlinge kommen ins Land und der Mittelstand und die Bauern gehen auf die Straße und tun ihren Unmut kund. Wie finden Sie das? Was wäre Ihr ganz großer Wunsch für Deutschland? Etwas mehr Verständnis, etwas mehr Vertrauen in die Politik. Ich denke, dass Deutschland auf der Insel der Glückseligen lebt und lebens- und liebenswert ist. Das ist meine Meinung. Aber trotzdem, warum gehen die Leute auf die Straße? Das hat, denke ich mal, vielfältige Gründe. Den Unmut, Unzufriedenheit auf der einen Seite und nicht zu wissen, wie gut es an sich Deutschland geht. Also Sie sind prinzipiell mit der Politik der Regierung? Ich bin optimistisch, nicht mit allem einverstanden, ist ganz klar, warum auch. Aber im Großen und Ganzen könnten wir sehr zufrieden sein. Und unsere Generation ohnehin. Was bewegt Sie gerade? Was wären Ihre ganz großen Wünsche? Frieden. Dass jeder ein bisschen vernünftiger wird und Frieden und überlegt, was man tut. Das wäre wichtig. Immer etwas tut, überlegen. Das wäre für mich ganz wichtig. Ich danke Ihnen. Alles Liebe, alles Gute. Und immer positiv denken. Das ist für mich immer wichtig gewesen. Ich bin so und am Ende denke ich, es siegt oft das Gute. Was wünschen Sie sich? Was bewegt Sie? Was treibt Sie gerade um? Schluss mit dem Krieg. Der Fehler war damals, sie hätten damals auseinander rausgehen sollen. Das wäre das Beste gewesen. Dann wäre das auch mit der Ukraine und mit Russland nie passiert. So ist das. Was sagen Sie zu den Protesten der Bauern aktuell? Ein Teil ist richtig, was sie machen, wirklich wahr. Muss ja was geändert werden, von der Landwirt nicht. Dann geht es noch so weiter, es wird noch schlimmer dann. Ne? Bis Deutschland nachher kein Geld mehr hat. Es ist ja so, man hat Wünsche, man hat Vorstellungen fürs neue Jahr. Es ist ja gerade nicht so einfach, der Krieg tobt, Flüchtlinge kommen ins Land, die Bauern gehen auf die Straße. Mhm. Beschäftigt ihr euch mit dieser Materie? Was wünscht ihr euch? Ich weiß gerade nicht, was so. Ich weiß auch gerade nicht, was ich sagen soll. Und du? Ich sage dazu einfach nichts. Ich habe meine eigene Meinung und die behalte ich für mich. Ganz einfach. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung und da ist mir egal, was andere sagen. Ich habe meine eigene Meinung so und ganz einfach. Aber es ist ja eure Zukunft. Es ist eure Zukunft, weswegen jetzt die Leute auf die Straße gehen. Dass ihr, also, aber ihr informiert euch schon. Ja, schon. Ja, also ich finde es halt scheiße, dass jetzt auch die Bauern auf einmal Steuern für die Diesel und so zahlen müssen. So. Also, weil die bringen ja eigentlich das Essen so auf den Tisch und so. Ja, also da bin ich auch auf der Seite der Bauern eher so. Ja, ich auch. Also ich würde auch sagen, es ist halt schon scheiße, dass die Bauern jetzt Steuern zahlen müssen. Wir kriegen von denen alles Essen, Getreide, also ja, Essen halt Lebensmittel und ich finde es halt echt sehr gemein. Also wirklich, ja. Ganz lieben Dank, wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Kommen wir jetzt ins Fernsehen? Ja. Ach, so. Wir machen gerade eine Umfrage, ist Deutschland noch lebens- und liebenswert? Auf alle Fälle. Der Krieg tobt in der Ukraine, die Flüchtlinge kommen ins Land, die Bauern gehen auf die Straße. Wie sehen Sie das? Krieg in der Ukraine ist jetzt nicht unbedingt so von uns beeinflussbar. Wir können helfen. Es ist unschön dessen, dass also sagen wir, eine Gefahr in Deutschland, in Europa auch ausgeht, also speziell was Europa betreffend ist. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Wie stehen Sie zu den Bauern? Der Mittelstand ist ja gerade in Gefahr. Wir sehen es ja. Es gehen ja nicht nur die Bauern auf die Straße, es sind die Handwerker, die Gewerbetreibenden, die ihren Unmut über die Politik kundtun. Ist berechtigt. Kann ich nur voll unterstützen. Ja, also das, was Rot, Grün, Gelb in Berlin veranstaltet, ist nicht gut. Ist nicht gut, ist nicht transparent. Das muss man anders kommunizieren. Ja, aber das, was, sagen wir mal jetzt, der Protest auf der Straße, voll Unterstützung. Wie empfinden Sie das? Was ist Ihr ganz großer Wunsch? Im Moment ist alles beschissen. Weil so kann es nicht weitergehen. Es muss sich was ändern.
Und darum befürworte ich, dass langsam mal die Leute munter werden. Die müssen alle mal munter werden. Das nützt alles nichts. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag. Rauchen Sie Ihre Zigarette in Ruhe weiter. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich direkt dazu sagen soll. Das ist einfach, man sollte einfach nur versuchen, eine Veränderung zu wagen, aber die Regierung sieht das halt etwas anders. Und die Regierung, ich denke mal persönlich, ich schaffe zu sagen, wollen halt keine Einsichten zeigen, aber es liegt nicht nur an denen, sondern es geht generell darum, dass halt wir in einer, wie nennt man das, repräsentativen Demokratie leben. Und das drücken die auch dementsprechend dazu aus. Sie sind ein junger Mann, es ist ja auch Ihre Zukunft. Sie haben ja noch ein paar Jahre leben und wollen eine Lebensqualität erleben, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich sag, wenn ich es gut gestalten kann, kann ich mein Leben auch gut führen. Ja, also es wird ja Zeit, dass mal jemand auf die Straße geht. Ne? Ich meine, ich denke, wir haben viele Jahre alles mitgemacht und man muss sich schon als Deutscher mal wehren. Ne? Ich meine, andere Länder leben es ja vor, man muss es immer im Rahmen halten, jetzt nicht mit Vandalismus oder wie es in anderen Ländern, gerade Frankreich immer ist, mit, dass die Städte brennen, aber man muss schon mal sich ein bisschen wehren oder auch mal zeigen, dass es so halt nicht weitergehen kann oder dass wir halt nicht alles dulden können in Deutschland. Ne? Wir sind schon strapazierfähig, was alles betrifft, aber irgendwann ist halt auch unser Geduldsfaden, denke ich mal, gerissen oder relativ kurz vorm Reißen. Sie sind eine junge Frau, wie sehen Sie das? Dankeschön. Also ich bin der Meinung, wir müssen uns viel mehr aufbäumen. Also alles im Rahmen, wie der Kollege hier gerade schon gesagt hat, aber trotzdem, es müssten viel mehr auf die Straße gehen, finde ich. Und wir lassen uns leider viel zu viel gefallen. Wir nörgeln immer auf hohem Niveau, das muss man dazu auch sagen. Aber ich finde das eigentlich schon richtig. Wie fühlen Sie sich gerade in Deutschland? Was wäre Ihr großer Wunsch? Tja, also ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin Christ und ich habe eigentlich, ich weiß, dass hier auf der Erde das alles immer verrückter wird und ich bin froh, dass ich hier weiß, wo ich hingehe und dass jemand auf uns aufpasst, weil sonst würde ich, glaube ich, sehr viel Angst haben. Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Kinder? Also ich bin froh, dass die auch in Gottes Händen sind, weil sonst hätte ich, glaube ich, Angst um meine Kinder. Wie sehen Sie das? Ja, das sehe ich eigentlich so, wie Sie sagen. Wir sind nicht mehr im Moment nicht mehr so, dass wir sagen, wir können lebenswert leben. Ja, ich bin Rentnerin und ich bin zwar in einem guten Verhältnis zu meinem Rentenleben, aber ich würde sagen, nein, können wir nicht. Ja? Es geht ja um die nächste Generation. Ja, ne? Eben, ja. Ja, so ist es. Also ich finde das erste Mal hier in Deutschland. Wir brauchen es eigentlich nicht zu beklagen. Uns geht es soweit gut. Ich sage mal, es hat jeder seine Arbeit, der andere mehr oder andere weniger. Und ich sage mal, viele Leute lamentieren auf einem sehr hohen Niveau. Und ich sage mal, wir sollten doch mal ein paar Kilometer weiter gucken, wie es anderen Leuten und anderen Menschen geht. Da geht es uns doch hier in Deutschland gut. Bis auf gewisse Schwierigkeiten, die wir haben im Land. Das gibt es auch. Und wir können es ja auch nicht allen Leuten recht machen. Ja? Das ist ja auch die ganze große Sache. Wie würden Sie trotzdem die Situation des Mittelstandes beurteilen? Na gut, ich bin ja auch in einer großen mittelständischen Firma ansässig, in Baden-Württemberg. Ich gehe mal davon aus, die sind gut aufgestellt. Denen geht es auch sehr gut, weil es ein großes Familienunternehmen ist. Und ich sage mal, es gibt kleinere Betriebe, die da zu kämpfen haben, jetzt in der heutigen Situation und auch in der Wirtschaft. Ich sage, das ist nicht einfach. Aber man muss dann auch versuchen, sich selbst ein bisschen am Arsch zu packen und sich rauszuziehen und nicht immer alles auf andere schieben. Man muss auch selber ein bisschen kämpfen, dass es auch jedem ein bisschen besser geht. Trotzdem sind Sie gerne in Deutschland, leben gerne hier? Ja, ich wohne hier gerne. Ich bin gebürtiger Zwickauer, Belbitzer und ich finde meine Stadt schön. Wir haben auch eine schöne Stadt und das hat sich in den letzten 20 Jahren sehr schön entwickelt. Bis auf gewisse Abstriche, die es gibt, die gibt es in jeder Stadt. Aber ich sage mal, Zwickau ist eine sehr schöne Stadt und sprich Weihnachtsmarkt und auch hier ist es bis jetzt der einzige Glühweinstand, den wir jetzt noch hier haben. Zu der Zeit eigentlich, es müsste auch, gerade wenn die Adventszeit zu Ende ist, im neuen Jahr mit dem Tannenbaum, da müsste länger stehen bleiben und dass man da vielleicht 2-3 Buden mit hinstellt, um die Leute da ein bisschen mehr in die Stadt reinzubringen, weil das zieht. Ja? Also das wäre mein großes Anliegen. Ja, und wir haben es gerade gehört, der einzige Glühweinstand in Zwickau, der noch geöffnet hat. Andi, an dich auch die Frage, wie siehst du die aktuelle Situation gerade für den Mittelstand, für die Bauern, die auf die Straße gehen?
katastrophal. Also ich bin komplett bei den Bauern, komplett. Ja, es wird alles teurer. Ich habe gestern die Information bekommen, dass in Merane zum Beispiel eine Bockwurst 6,80 Euro kostet mit Brötchen. Wir verlangen 3 Euro. Also irgendwo ist halt mal eine Grenze erreicht. Ja. Es muss in der Kommunalpolitik wie auch in der Regierungspolitik was passieren. Ja, und so wie es momentan ist, geht es nicht weiter. Wir machen dieses Land kaputt. Ja, es wird kaputt gespielt von der Regierung und das funktioniert nicht. Ja, wir haben für alle, für die ganze Welt haben wir Geld, nur für die eigene Bevölkerung nicht. Ob es die Kinder sind, ob es die Rentner sind, mir blutet das Herz, wenn ich die Rentner sehe, früh um 5 Uhr durch die Stadt laufen und Flaschen sammeln. Ja, und das kann nicht sein. Wir verschenken das Geld in die ganze Welt. Aber für das eigene Volk haben wir kein Geld. Und normalerweise müsste der Grundsatz lauten, wie es der Trump mal gesagt hat, zuerst das eigene Volk und dann die anderen. Wir sind dabei, wir unterstützen gern auch Kriegsflüchtlinge, aber keine Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist das Problem. Wie fühlen Sie sich? Was ist Ihr ganz großer Wunsch? Also ich fühle mich noch gut in Deutschland, weil mir selber geht es gut. Das muss ich dazu sagen. Aber ich bin sehr viel beruflich unterwegs, sehe sehr viel draußen, höre sehr viel draußen. Und ich kann den Unmut von anderen verstehen, muss ich dazu sagen. Und natürlich ist Deutschland noch liebenswert und auch lebenswert. Es müsste vielleicht manches besser kommuniziert werden. Ich bin auch ehrlich, wenn ich sage, dass auch viel in der Presse falsch kommuniziert wird, meiner Seite, also aus meiner Sicht. Und dadurch nehmen diese ganzen anderen Medien, die sozialen Medien, nehmen sehr viel Raum ein. Und das ist sehr ungünstig, dass da zwei Sachen aufeinanderprallen, weil ich denke, dass die Leute auch viel fehlinformiert sind. Und man muss offener mit vielen Sachen umgehen. Und ich verstehe aber an ganz großer Stelle den Mittelstand, der sich hier aufbäumt. Ich verstehe auch zum Teil die Bauern, ich verstehe die Handwerker sehr stark. Und es gibt viele Einflüsse, die viele Jahre zurückliegen, ob es Corona ist, ob es dann auch die Kriege sind, die natürlich eine große Rolle spielen, auch auf die Wirtschaft, auch auf die Politik. Aber wenn ich was in den Raum werfen kann, womit ich nicht zufrieden bin, ist es aktuell die Politik, Tatsache. So, die macht viel Schaden. Und dadurch ist die Stimmung auch so schlecht, würde ich sagen. Aber es bleibt und ist für mich liebenswert und auch lebenswert. Weil uns geht es allen immer noch sehr gut. Auch denen, die weniger haben.